Hallo meine lieben Freunde, ich würde mich jetzt an dieser Stelle gar nicht nochmal an euch wenden. Ich bin momentan in den Highlands unterwegs, wir waren den ganzen Tag wandern und kaum sind wir zurückgekommen, bekomme ich ganz viele Nachrichten. Wir hatten natürlich keinen Empfang, kein Internet und plötzlich kommen ganz viele Anrufe bei mir an und Nachrichten, E-Mails, was denn eigentlich in Halle los ist, ob denn alles wieder in Ordnung ist, ob es mir gut geht und so weiter und so fort. Ich dachte, was ist denn passiert? Und ich öffne das Internet und dann entdecke ich etwas, was ich absolut nicht einordnen kann, was ich absolut nicht verstehe. Es gab eine Schießerei in Halle, also nicht nur eine Schießerei, sondern man spricht von einem Anschlag, und zwar einen Anschlag mit einem antisemitischen Hintergrund. Es ist ja heute Yom Kippur gewesen, es ist sozusagen das Versöhnungsfest, der größte jüdische Feiertag, und in der jüdischen Gemeinde in Halle, beziehungsweise davor, ist ein mutmaßlich rechtsextremistischer 27-Jähriger, wenn ich das jetzt noch richtig behalten habe, mit einem Maschinengewehr bewaffnet, Amok gelaufen. Er hat versucht, in die Synagoge zu kommen, wo 70 bis 80 Menschen quasi das Fest begangen haben, und hat es glücklicherweise nicht geschafft, reinzugehen. Denn dann das, was dort geplant war, erinnert sehr an das, was in Neuseeland passiert ist. Denn auch dieser Täter hat seine Tat gestreamt, live ins Internet gestellt, und es ist nicht absehbar, was passiert wäre, wenn tatsächlich diese Tür aufgegangen wäre, ne? Wenn der Anschlag ein noch größeres Ausmaß erhalten hätte. Es sind zwei Menschen gestorben, eine Nachbarin, die absolut gar nichts damit zu tun hatte, und eine andere Person, von der ich jetzt nicht weiß, was genau passiert ist. Und ja, ich bin absolut schockiert, und das Allerschlimmste an der Tatsache ist ja, dass ich in meinen letzten Videos ja eigentlich auf der einen Seite Ostdeutschland so ein bisschen in Schutz nehmen wollte, was diese ganze Rechtsextremismus-Thematik angeht, auch in Bezug auf die Stärke, wie diese Gefühle nach außen getragen werden, und dass man im Endeffekt ja das nicht so schwarz und weiß sehen sollte. Und in dem anderen Video habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass wir uns momentan in einer politischen Situation befinden, in der man selbst zu politischem Mord wieder greifen könnte, ne? Also wenn zum Beispiel ein Politiker Ansichten äußert, die einem nicht in den Kram passen. Und hier ist jetzt wieder eindeutig bewiesen, dass wir uns mittlerweile in so einer Art Eskalationsspirale immer weiter nach unten bewegen. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wie brenzlig unsere derzeitige politische Situation ist. Ja? Und ja, ich bin absolut schockiert. Und man glaubt ja immer nicht, dass sowas wirklich bei einem zu Hause passieren kann. Also in der eigenen Heimat. Gleich, also das wenige Meter von meinem Büro entfernt sozusagen. Und dass wirklich irgendwelche Wahnsinnigen aus heiterem Himmel Menschen erschießen. Nicht nur Menschen erschießen, die ihn spontan vor die Flinte rennen, sondern auch gezielt eine gewisse Bevölkerungsgruppe, eine gewisse Religionsgruppe aus völlig verblendetem Hass. Und ich hoffe, dass das ein Einzelfall bleibt und dass die Tür aufhört zu quietschen, und dass jetzt auch von behördlicher Seite solche Sachen ernster genommen werden oder besser verhütet werden können. Also ich weiß an dem jetzigen Situation überhaupt nicht, was ich groß dazu sagen soll und was dahinter steckt. Ne? Also ob das eine geplante Tat einer Einzelperson war oder ob da eine ganze Gruppierung dahinter steckt. Das ist alles noch viel zu früh. Fakt ist, dass die Situation momentan erstmal unter Kontrolle ist. Der mutmaßliche Täter ist gestoppt worden und aufgegriffen worden. Und was danach jetzt auf uns alle zukommt, auch im Hinblick auf die Bewältigung dieses Traumas, ne? Also dass man in seiner eigenen Nachbarschaft sozusagen nicht mehr sicher ist, und auf der anderen Seite natürlich auch die Arbeit, die jetzt folgt mit den Hinterbliebenen. Ja? Also ganz furchtbar. Ja, dazu wollte ich nur kurz was sagen und quasi hier an der Stelle auch mein Mitgefühl ausdrücken. Ja. Bis dann, meine lieben Freunde.